Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hearthstone. Haben wir gedacht, heute Mittwoch wird immer irgendwas gebracht. Und dann bringe ich nochmal Hearthstone. Es ist jetzt ein paar Wochen her, dass die erste Folge davon kam, in der ich ja mehr als schlecht war. Und deshalb dachte ich mir so, mach ich doch heute einfach nochmal, mal gucken, wie es läuft, ne? So, alles beim Alten. Wir starten das ganze Ding hier einfach mal. Und hoffen einfach, dass heute nicht alles verloren wird. Oh. Anduin. Grinching gegen Anduin. Oh. Die hier behalte ich doch erstmal. So, den Coin noch bekommen. Ist wunderschön. Dann, hoffen, dass es was wird. So. Auf geht's. So lange brauchen wir doch nicht für den Zug, oder? Hopp, 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 hopp. Wohl. Ah, haben wir beide was von. Krieg ein bisschen Armor und du kriegst da eine Karte mehr. Machen wir das Ganze nicht noch einmal. Greift direkt den gegnerischen Hero an. Der gehört auch einen schönen Namen, heißt Elektron. Elektron. So. Ich auch gar nicht gegen das Karten zieht. So. Die Vorteile dafür, dass wie ich spielen möchte später. Von mir aus kann auch mein Minion healen. Ah, warte, überlegt da. Links oder rechts? Links oder rechts? Ja. Rainbow ist geworden. Tun wir mal einfach so. Den hier direkt mal weg. Jetzt so langsam wäre es, glaube ich, ganz praktisch, wenn ich mal was bekommen würde. Was Bomben ins gegnerische Deck mischt. Deshalb, das ist worauf mein Spielstil basiert. Und da hatte ich auch was. Ja, nicht so schlecht, dann kann ich nämlich hier töten. Was du? Was nochmal? Sammelst du mal so ein? Mach das so. Zack. Ins Gesicht. Und wenn ich jetzt gleich noch den kleinen Goblin da ziehe, der eine Bombe ins Gegner steckt, was denke ich, 3 kostet. Dann wäre das super. Okay. Bisschen uncool gerade, was der Gegner da abzieht. Wie gehe ich jetzt dagegen am besten vor? Ich könnte den mit dem Shield Slam wegmachen und den mit dem. Das ist sinnvoll. So. Und jetzt könnte ich noch ein, hier mein Warpath nehmen. Dann wäre alles weg. Das ist auch sehr schlau. Oder da irgendwas wieder upgradet und dann mir super viel Damage drückt. Einmal alles aufgeräumt. Gut ist. Oh, was macht er jetzt? Let the pain speak to me. Mal selbst geheilt. Und damit ist er fertig. Hm, oh. Stehen hier
mal weg. So, so. Zack, zack. Das Gefühl, dass irgendwie sein Plan ein bisschen anders war, dass er mehr mit dem Mech-Sachen, die er da gerade gespielt hatte, mehr Damage drücken kann. Das war schwachsinnig, die hätte er andersrum spielen müssen, er bei 6er da gehabt jetzt. War eigentlich cooler gewesen. Ja, ich noch ein Orium Bomber, mach ich so, so. Gibt ja zwei Bomben ins Deck, mich flattern jetzt drin. Müsste jetzt 4 Bomben im Deck haben. Hier kriege ich noch ein bisschen Armor. Hier schön Damage. Ist someone injured? Das ist stark gewesen, die Karte. Oh, zieht eine Bombe. Aber blöd. War einfach eine Bombe gezogen. Gut. Hopp, viel kannst du nicht mehr machen mit deinen 2 Mana, die du noch hast. Wieder eine Bombe gezogen. Okay, jetzt sollte er noch 2 Bomben im Deck haben. Nicht ganz das, was ich gerne hätte. Okay, ich kann. Wenn ich Steeljax benutze, auf dem da hat es ein. Hat er 4 Damage. Das reicht nicht ganz. Randomness. Dann bin ich zufrieden und eine Runde beenden. Oh. Die Hand zu voll. Aber das ist nicht gut, wenn die Hand voll ist von ihm, weil dann, wenn er meine Bomben zieht, werden die glaube ich auch verbrannt und explodieren nicht. Das ist ein bisschen blöd. Macht man halt nix. Und den muss ich jetzt loswerden, sonst hielt er sich damit wieder komplett hoch. Bringt mir nicht viel. Nicht irgendwas Anständiges. Auch nicht. Der macht wenigstens Damage an dem dann. Oder ich spiele den an ihm drauf. Aber ich brauche es gerade momentan. Ich habe selbst noch genügend Leben. Sag mal so. Zack. Dann muss er wenigstens einen Minion angreifen. Und da hat er wieder eine Bombe gezogen. Es sollte nur noch einer im Deck sein. Wenn ich richtig mitgezählt habe, hat er jetzt noch die eine Bombe im Deck. Nicht ganz so cool. Ich habe eine Karte, die eigentlich am stärksten ist, eben wenn ich er 3 Bomben im Deck hat. Erst mit einer muss ich noch mal ein bisschen nachhelfen dann. Aber zuerst muss ich unbedingt das da wegkriegen, was sich da gerade zusammenbastelt. Jawohl. Ah, und jetzt kommt wahrscheinlich noch so ein schöner Move wie Attacke gleich Leben. Bin ich fast weg. Ja. Oh, das, dann kann ich Glück haben, weil ich Armor habe. Das tut weh. Jetzt habe ich ein Problem. Ich kann das Ding, der, was er sich da jetzt gezaubert hat, nicht töten. Ich kann das hier machen. Unity. Precision. Perfection.
mal wenigstens ein bisschen Leben wiederholen, so. Weil ich komme nicht auf 36 Leben. Noch schnell den Gegner Bomben ins Deck mischen. Das sieht schon wieder sehr schlecht aus. Da hatte ich gerade einfach keinen Cheat Slam auf der Hand. Na, war es das sehr schnell. Oder mein Brawl zu früh benutzt, weil er in der Runde danach angefangen hat, sich das zu basteln. Ja. Ach komm, was hat er da vor? Man weiß es nicht, was er machen möchte. Anscheinend nichts. Okay. Okay. Versucht das wieder ein bisschen aufzupäppeln, dass es mehr Leben hat. Okay. Ich glaube fast schon, das war's dann. Da kann ich nichts gegen machen. Ah komm, ich das Spiel ist gerade auch noch aus. Ich komme nicht auf 36 Leben wieder. Für mir jetzt 11 fehlen. Ich krieg 2 hin. Ich machen kann noch. Ich kann mal gucken, weil ich hier einen Legendary kriege. Aber das kann ich eh dann nicht ausspielen. Oh. Ha, gut gespielt. Habe ich leider verloren. Dann macht man nichts. Man sagt jetzt auch schon mal bleibt. Oh, das war nix. Geht meine Losing Streak wohl weiter. Probieren wir es doch direkt nochmal, oder? Man kann ja nicht oft genug am Stück verlieren. Immer schön weitermachen, immer weiter verlieren. Ein Druiden spielen wir. Oh, weißt du, kann man gar nicht so schlecht, den will ich jetzt noch nicht haben. Nice. Na, ja, das ist ein anständiges Startkarten. Ingas mit 1 wäre noch ganz schön gewesen, wenn er einen Mana braucht. Vielleicht ziehe ich es jetzt. Nein, tu nicht. Hey, lustig. Ha, kann jemand schießen. Aus wieder zurück. So. Und Feuer frei. Und wieder aufspannen. Ist ziemlich cool, diese kleinen Sachen, die man hier an der Seite machen kann. Und das kann man runterfallen lassen. Oh, einfach nur ein bisschen drücken, dann bewegt es irgendwann. So. Sehr, sehr cool, kleine Dinger, die hier eingebaut wurden. Jetzt mal kurz aufs Spiel wieder achten. Hier kann man ein bisschen das Feuer machen, hier links und in der Ecke. Das, okay, das sieht man nicht, das ist meine Facecam davor. Das hier sieht man. Boom. Finde ich nicht gut, was du da machst. Ach mal nicht. Ein russischer Name hier, was der hat. Ja, ja. Und was macht er? Er greift mich einfach nur an. Ja,
Doch. Da irgendwas gerade im Hals. Unangenehm, sehr unangenehm. Aber noch unangenehmer ist, dass der Gegner hier seine Runden sollten. Ach nö. Das ist kacke. Wie gehe ich dagegen jetzt am besten vor? Also, indem ich einfach mal so mache. So, dann hätte er schon mal zwei Bomben im Deck. Zwei Bomben ist gar nicht so schlecht. Jetzt wird es ekelhaft so langsam wieder, was der Gegner da aufbaut. Aber er hat nicht viele Karten da auf der Hand, also. Aber immer viel Damage. Ach Mann. Na, was ist da vor? Mit dem wird er dann mein E-Leck angreifen. Jetzt muss ich überlegen. Was ist das Schlauste, was ich machen kann? Ich glaube, mein Prowl ist eigentlich schon was ganz Gutes jetzt, indem ich hingehe und einen von denen hier schon mal töte, dass der dieser Baum da kommt hier. Ja, mein Prowl mache. So. Das hat er immer noch viel auf dem Board, aber es ist halt nicht mehr ganz so ekelhaft. Wobei 5 Damage hat er noch liegen. Es läuft einfach nicht mehr in Hearthstone. Vielleicht spiele ich zu unregelmäßig. Ich habe auch nicht immer die Lust dazu. So, wenigstens kein Board mehr liegen. Doch, gar nicht so schlecht. Hier mal das Katapult wieder bereit machen, wenn ich schießen muss. So. Wow. Was hat er gerade gemacht? Ja gut, die Karte ist auch nicht stark oder so. Okay. Cool. Ja, habe ich auch gar kein Problem mit. Ich mach so. Nehme schon den ersten mit, aber greife hier an. Dann habe ich mein Schild noch. Wenn er die jetzt nicht bufft, müsste er rein theoretisch alle an meinem Ding da gut schlagen. Okay, jetzt greift er mich so nochmal an. Was macht er dann? Und wahrscheinlich irgendwie machen so und so viel Schaden, dann ist das Ding. Ja. 4 Schaden, einer greift an. Zum Beispiel bin kurzzeitig wieder full life gewesen. Was will man mehr? Seliax hat voll und ganz seine Aufgabe erfüllt. Wie viele Bomben hat er in seinem Deck? Ich glaube erst 2. Deshalb kann ich den ja noch nicht spielen, es lohnt sich noch nicht. Will ich mein Dr. Boom spielen? Ja, komm, ich spiele mein Dr. Boom. Hau einfach mal auf die coole Fähigkeit jetzt. Ja, hier kann ich auch wegziehen. Was hast du für ein Death Rattle? Okay.
So. Ah, das finde ich so gut an Dr. Boom. Zack, 7 Armor mit einer Runde kann man machen einfach. Einfach ein geiles Ding. Ja, ist schon stark. Jawohl, und jetzt hätte ich gerne einen Brawl. Brawl needed. Komm schon, ich will mein Brawl ziehen. Das ist kein Brawl. Ist irgendwas anderes Cooles? Armor muss auf jeden Fall gemacht werden, aber ich habe jetzt nichts mit Taunt dabei, also abhalten kann ich ihn nicht. Und das ist das, wo ich am meisten mit wegmache, aber das ist halt stark eigentlich so. So. Irgendeinen noch mitnehmen. Jawohl. Und nochmal. Ah, noch ein. Und noch ein. Jawohl. Und dann sollte ich damit auch diese Runde wieder erfolgreich verloren haben. So meinst du auch gerne. Oder? Er hat mich ja nicht ganz. Okay. Im Prinzip hat er mich schon. Hat er geschafft, mich zu töten. Wild Blade. Es wird wohl nichts. Ich werde wohl nie wieder in Hearthstone gewinnen können. Aber jetzt kann ich wenigstens Katapult noch abfeuern. Plop. Aber wie viele von diesen Dingern hier hat er denn? Boah, hat er den einer hergezaubert? Ja, komm, muss jetzt hier nicht so lange machen. Mach nicht schnell zum Weg, danke. Und damit geht's einmal runter in die 19. Yay, cool. Naja, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, da ich mal wieder nur verloren habe, lasst doch gerne ein Like da oder einen Kommentar und im besten Fall sogar ein Abo. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.